Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind jetzt hier in Fall des Imperiums. Wollte schon Englisch aussagen. Genau. Gut, mit unserem, jo, ziemlich opien Bild. Oh, Gold. Und, ja, sieht ein bisschen merkwürdiger aus, weil es nur so Schichten sind, aber sieht schon gut aus. So. Okay. Hey, yo. Ich habe noch ein bisschen mit dem anderen Void Team weitergemacht. Also einfach das Echo ein bisschen weit. Also die Monolithen, das nächste. Ages of Dragon, Zeitalter des Drachen, ein bisschen gespielt. Und der Beat wurde schon wieder viel stärker. Also jetzt können wir da eigentlich auch noch weitermachen. Vielleicht im nächsten Part oder so. Ich denke noch nicht. Und, jo, war eigentlich mehrheitlich heftiges Grinden. Also, ich habe, jo, geschaut, wie so die Unique-Monolithen Echos noch droppen. Und sie droppen eigentlich immer, ja, das häufigste eben sozusagen. Also, wir müssen unbedingt corrupten, es bringt jetzt nichts, jo, hier zu bleiben mit null Corruption. Sondern direkt Empowered erreichen. Und das können wir mit diesem Bild wahrscheinlich besser. Da brauchen wir heute einfach ein bisschen länger, weil es ja natürlich in den Parts vorkommt. Außer ich überspringe ein paar Sachen. Auch mit diesem. Aber eigentlich möchte ich ja das Gameplay wirklich nahtlos zeigen. Müsst ihr halt entweder Geduld haben oder einfach halt nicht schauen, ja. Dass es euch nicht Spaß macht zuzuschauen. Jo. Aber sie hat auch schon viel mehr bei mir zugeschaut, also jo. Es liegt halt einfach eher an YouTube als ein einzelner Mensch, oder? Jo, manchmal werden die Videos einfach übersprungen und das tut sich da so beim, ja, beim Finden der Videos und so Sachen halt dann einspielen. Oder es schauen automatisch dann ein paar weniger. Jo. Also wenn man sie einfach denken, jo, das Video ist jetzt nicht schauenswert. Es tut so ein bisschen abfärben. Okay, löst sich gerade wieder ein bisschen. Ja, die Heizung ist immer noch das große Problem bei mir zu Hause. Und dann kann ich manchmal nicht so gut am Anfang reden. Wenn einfach der Hals austrocknet. So, aber das macht so viel Spaß, mit dem Charakter so ein bisschen herumzuwüten. Es ist schon cool. Es wird auch jetzt ja, ein bisschen kritisiert, dass einfach das Endgame relativ jo, halt so ist, dass man halt wirklich mega ausweichen muss und so Sachen, sonst ist man tot. Dieses Jahr. One-Shot und so Sachen, aber die reden wahrscheinlich von, weiß nicht, über 380 Corruption oder so. Und wir spielen ja Tanky-Builds und nicht so One-Shot-Builds, also One-Shots sind. Also Squishy, wie heißen sie? Glass Cannons, genau. Gestern habe ich ja noch einen Minecraft-Stream gemacht und der war auch ziemlich gut besucht. Ich habe aber nicht so besonders interessantes Gameplay gezeigt. Ich habe die Stadt ein bisschen weiter ausgebaut. Und das dauert halt ein bisschen, deshalb der Livestream. In Last Epoch, wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich auch Livestreamen. Das sind einfach immer kurze Livestreams. Aber jo, wir haben ja noch genug Zeit bis zum 21. Februar, da können wir den Charakter. Jo, bis dann hin schon sehr weit bringen, also wahrscheinlich schon fertig. Es werden wirklich nicht mehr weit kommen. Wir müssen ja irgendwann mal durch die Abklingzeit, halt dann mehrmals in Werberform, ja, wieder reingehen, weil wir rausfliegen. Also machen wir jetzt momentan, aber die Abklingzeiten sind zu hoch.
beziehungsweise einfach die Wutgeneration ist zu wenig. Könnte man auch irgendwie vielleicht noch lösen, weiß es eigentlich wie. Aber das Amulett ist vielleicht im Endgame doch wichtig, oder? Dann müssen wir es halt einfach machen. So ist es schon fast so bequem, oder? Also, ja, es stört halt einfach immer wieder beim Spielen immer die Taste zu suchen. Naja, man ist auch geübt in der Zeit. Also ich denke, wenn es wirklich nötig ist, trage ich das Amulett. Jetzt ist es überhaupt noch nicht nötig. Es ist noch zu schwach, beziehungsweise die Gegner müssen nicht so fest gefriest sein. Man sieht sie, sie werden ja gefriest. Also es ist noch genügend. Ja, ja. Schöne Gegner hier. Aber wir sind nervige Gegner. Ich wollte eigentlich zum Ziel. So, genau. Es gibt noch manche Beats, die ich auch gerne noch zeigen möchte. Also, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich dann am Dienstag weiß, wie es weitergeht, oder? Ich einfach Unterstützung brauche mit meinen Krankheiten. Und nicht so alleine gelassen werden kann. Also, ja. Ich kann viele Sachen einfach nicht machen, fertig. Und, deshalb einfach ein bisschen Unterstützung gerne hätte. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber ja. Wir haben einfach ein eigenes Haus, wir haben eine eigene Wohnung. Naja, ein eigenes Haus wäre auch schön, aber es wäre zu anstrengend und zu teuer. Vielleicht mit einer Freundin. Ja, ja. Diener LP, da habe ich schon mal erst kürzlich gefunden, aber mit anderen Diener Sachen. Sehr gut. Jo, jo. Diese Ranken. Ja, Molzen ist ja auch ziemlich spannend. Auch wenn manche Spieler irgendwie ein bisschen sehr empfindlich sind, die das spielen. Jo, stört es mich eigentlich fast nicht. Dass halt einfach das Balancing nicht ganz so stimmt wie zum Beispiel hier. Also ja, hier stimmt es auch nicht ganz 100% natürlich. Aber jo, man kann ein paar Sachen hinwegsehen, oder? Und dort kann ich auch gut darüber hinwegsehen. Aber andere scheinbar nicht so sehr. Oder es wird einfach später schlimmer. Ich gehe unten durch. Dieses Gebiet ist schon irgendwie er verändert hier. Der voller Void sonst. Sieht aber gut aus. Das ist ja noch nicht Ages of Dragon. Das wird ja irgendwie zu Ages of Dragon oder dieses Feuer da. Später sein. Aber irgendwas von Endgame. Ja, das Wolzen heißt momentan Endgame. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt momentan sind sie nicht so am Weiterentwickeln. Ich weiß gar nicht, was das Wolzen Studio und so genau macht momentan. Wahrscheinlich einfach gar nichts. Keine Ahnung. Sind wir jetzt Level 20? Ja. Fähigkeiten sind Level 20. Also dann cleanen wir doch noch
die Elimites, die leiden. Und hier war es, was war es hier? Was noch ein Punkt? In Ausdauer. Müsste sein. Und hier wäre es da runter. Haben noch ein bisschen Heilung, gell? Ja. Und hier wäre es. Uff. Da muss ich schauen. So. Offen habe ich es fast. So, jetzt. Das Falsche ist aufgegangen. Genau. 5, 2, 3, 1, 3. Okay, hier. Ja, ein bisschen mehr Dauer, was sie gefesselt werden, die Gegner. Nice. Jo, also YouTube hat sich schon stark verändert in diesen 15 Jahren. Wo ich eigentlich sehr aktiv bin. Jetzt muss ich kurz rechnen. 2009, jo. Also 2010 bin ich sehr aktiv wieder geworden. War 2008 aber schon ziemlich aktiv. 2007. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. 2007 oder 2006 schon. Ich glaube eher 2006, aber nicht so aktiv am Anfang. Und ja. Damals einfach mit Gameplay-Videos über GTA. San Andreas und Morrowind. Ich wollte unbedingt das Geld haben für einen PC, der Oblivion abspielen konnte. Der ist Ghost 4 Oblivion. Und habe es einfach nicht geschafft, so viel Geld aufzutreiben. Und 2010 habe ich den neuen PC leisten können. Weil ich mich auch auf Skyrim gefreut habe, riesig. Jo. Seitdem habe ich eigentlich immer ziemlich aktuelle PCs, wenn ich einfach das Geld, blöde Regierung gibt den Namen, Banken kein Geld. Ja, man kann halt schon ziemlich drunter leiden, oder wenn man einfach irgendwie eine permanente Krankheit, unheilbare Krankheit hat. Und einfach nicht unterstützt wird genug. So, da ist wahrscheinlich hier ein Punkt nochmals rein. Sonst sehe ich nichts wohin. Sonst. Yes. Gut. Haben wir irgendwie ein Item? Ich brauche unbedingt eben Abklingzeiten-Items mit guten anderen Stats. Dass ich auch craften kann, oder? Ich will ja das Craften wieder zeigen. Können. Wollen. Aber scheinbar, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Glück, oder? Oder ist es einfach sehr selten? Ja, wahrscheinlich beides. Ja, eben. Sonst tun wir immer noch das Amulett tragen, das wir jetzt haben. Auch schön, dass der Bild auch etwas Schaden macht. Sonst muss ich manchmal bei den Gegnern warten, oder? Bis sie sterben. Also ja, angreifen, bis sie sterben. Und hier muss ich eigentlich nur ein bisschen davonlaufen wieder. Und immer diese Truhen, wurden die häufiger? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie kommen jetzt sehr oft. Viel öfters. Ja, ich glaube, die Hotfixes sind nicht alle dokumentiert, vollständig. Kann schon irgendwas mit Balancing geändert werden. Und es gibt zwischendurch einfach diese Updates, die man nicht sieht und erkennt. Zum Beispiel, wenn ein Bug gefixt werden muss und gefixt wird, oder? Aber kurz, wahrscheinlich dasselbe kurz, wie starten neu oder so. Keine Ahnung, was sie machen dann. Ja.
Aber ich habe auch einen Bug gehabt beim Void-Din, dass ich einfach meinen Fortschritt nicht hatte. Ich hatte das ganze Monolithensystem bis Ages of Dragon nicht freigespielt. Die Bosse aber besiegt und die Quests waren auch dort, aber ich habe einfach keine Wege gehabt, keine Waypoints. Ja. Und deshalb, ja, habe ich einfach das Spiel neu gestartet und dann ging es. Also so Ladeschwierigkeiten hat das Game ab und zu. Also ja, sehr wenig, aber das gibt's einfach. Ziemlich komisch, dass da die Entwickler so viel fehlen. Es muss ja irgendwas vom Entwickler sein, oder? Bugs entstehen durch den Entwickler, nicht durch irgendwie, ja, einfach das Spiel oder durch die Script, also schon durch falsche Scripts und so. Aber Bugs ist eigentlich ein Entwicklerproblem. Und ja, es kann ja auch sein, dass manchmal vielleicht das Internet eine Rolle spielt, klar. Jetzt müssen wir weiterhin da. Gut. Also wir machen den, weil wir, glaube ich, ja noch keinen gemacht haben heute. Im Part, also im Monolithen. Und schauen wir mal, was es da gibt. Aber es sollte mehr Varianz geben, sonst sind wir die gleichen. Aha, das mit der Rüstung. Ja, das brauche ich eigentlich für den Void-Din, wegen Blut. Aber ja, Schaden über Zeit, oder? Aber es tut wach. Ich fahre mal lieber das mit dem Void-Diener noch ein bisschen mehr. Aber es ist für mich gut, dass ich dann zwischendurch einfach leveln kann und Items suchen kann. Ich möchte aber auch nicht zu schnell sein und dann einfach, ja, ein bisschen übersättigt zu sein von Last Epoch. Also eigentlich freue ich mich natürlich immer riesiger auf Livestreams und Let's Play sehe. Und ja, Livestreams natürlich auch, wenn ich mehr Zeit hätte. Kommen jetzt auch am Wochenende viel zu viel Besuch, auch wenn ich weniger Sport mache. Es ist einfach zu kalt. Nächste Woche ist es auch zu kalt, da kann ich eigentlich auch Livestreamen. Aber mehrere Sachen, die ich erledigen muss, außer Haus. Und da muss ich halt einfach auch sehr kälteresistent sein. Bei uns kann es bis zu minus 7 Grad sein, das ist zwar nicht so kalt wie im Norden von Europa oder so, in den Bergen. Aber für mich ist es schon ein bisschen hardcore. Bin ich so gerne dick eingepackt und so. Ich bin einfach gerne, ich habe so wenig Kleider wie möglich gerne an, außer natürlich die letzten, also mindestens ein Kleid an. Nur nicht falsch denken. Immer diese Schlawiner. Und nicht gerne so dicke Jacken. Und einfach die Luft ist zu trocken und so. Zu gefroren. Aber oh. Es ist nicht so schlimm. Einfach wenn man Abklingzeiten hat, so ein bisschen herumrennen. Es ging nicht so gut, also er lief nicht weit. Ach, diese Ratten. Die haben nur ein Ziel und währenddessen kann man sie kaum angreifen. Im Nahkampf. Die sind doof. So, ah, der wieder mal. Das ist ein Boss, den ich nie richtig gut konnte, weil ich einfach nicht ausgewichen bin meistens. Wollte nicht so einen großen AOE ausweichen. Und trotzdem, dass er so eine riesen Reichweite hat, ist der ziemlich stark, der Angriff. Die Entwickler
zwingen uns wirklich da auszuweichen. Das ist sowas von böse. Eieiei, diese Entwickler. Ja, also die Entwickler wollen halt schon, dass man sich gut positioniert und das lernt und alles mögliche. So übertreiben muss man natürlich nicht immer. Weil wenn so diese, ja, Skalierungsprobleme weg wären, das Spiel wäre so geil. Aber man kann ja daraus lernen und es besser machen. Und dann schafft man die Bosse und so auch gut. Es ist einfach so eine Art, ja, schwer zu lernen, da man halt nicht immer ständig gegen den Boss antritt, sondern nur teilweise und dann wieder vergisst oder es einfach nicht mehr so wahrnimmt. Ja, kann manchmal schon ein bisschen frustrierend sein für viele. Oder man spielt halt einfach bessere Builds, gut. Das ist eine komische Arena. Kostet mega viel Leistung. Und die Gegner sind Kanonenfutter. Das ist auch eine neue Arena scheinbar. Also ja. Schon fast 2 Jahre alt oder so, aber einfach, wo sie einfach Performance-Schwierigkeiten hatten mit den Levels. Ja, da kommt noch so eine. Ja, wie viel Leistung willst du noch verbrauchen, blöde Arena? Gut, raus hier. Eieieiei, das Spiel. Schon heftigst. Wollen wir Unique mitnehmen? Ja, die Chance auf ein gutes Unique ist sehr gering. Doch, wir gehen. Okay. So schlimm ist es nicht, wir sind Soze. Und wir müssen ja nicht im Vordergrund stehen, wo die Gegner Schaden machen. Sondern nur tanzen. Schön tanzen. Ah, die auch. Das sind diese Clowns aus den Bergen. Der Golem hat sich selber umgebracht, indem er einfach reingerannt ist. Naja. So. Das war's. Ich will ja eigentlich wirklich. Ja, den Boss nur erledigen müssen, also so schnell durchkommen. Aber in einem solchen Level möchte ich eigentlich nicht unbedingt so diese Punkte zum Weiterkommen. Ach bitte, gib mal eins, was ich brauche. Wo sind diese Cold-Resi und Elementar-Resi-Idole? Irgendwo im Nirgendwo. Immer schön einfrieren, damit sie nicht Avalanche einsetzen. Ja doch. Aber wenn ich wieder weg bin. Oh, eine schöne Statue. Sehr schön. Gibt es eigentlich irgendwie einen Tick schneller, passende Ausrüstung zu bekommen? Spielen! Farmen, farmen, farmen! Nicht gelangweilt sein vom Farmen, einfach immer farmen, farmen, farmen. Und natürlich höher kommen. Ja, da schreibt einer das gleiche. Es ist logisch, also ich weiß nicht, wie so Spiele manchmal so ungeduldig sind und irgendwas optimal machen, farmen wollen und so. Einfach ein bisschen testen, wo gibt es welche Items und natürlich dann, wenn ihr das
ich den Upgrade sehe, natürlich noch ein bisschen mehr grinden, damit es noch besser wird. Aber in Last Epoch ist es ziemlich klar, wo welche Items sind. Man muss sie nur finden. Also man muss nur die Gegend finden, wo man solche Items bekommt, solche Stats. Und dann, ja, dann Lord grinden. Bis man natürlich wieder weiterkommt. Aber solange man halt jetzt so wie ich noch im Aufbau ist, oder ja, muss man halt einfach irgendwie durchkommen und ohne Items es schaffen. Und das ist ja so schwer, oder wenn man das Spiel halt so hat, oder das muss noch ein bisschen verbessert werden. Ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen noch diese Stabilität hier machen soll. Ja, wenn nur die großen, dicken Gegner nicht so dumm wären, so nicht zu besiegen. Mal durchlaufen. Ja, ich kann es fertig machen. Oder wir machen lieber noch eins weiteres. So. Oh, schon wieder. Nee, nee, nee. Hm. Noch mehr schauen. Jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen kassieren, hä? Nicht, dass wir so einen Orange-Spalter oder dann zu fest bekommen. Aufs Gehirn. Ja, die machen, glaube ich, gar keinen physischen Schaden. Das ist nicht so schlimm. Auf so einen Avalanche-Boulder. Gletscher-Boulder. Also nein. Was ist es? Lawine. Könnte schon uns sehr zusetzen, wenn ich so 70% Physical Damage erhöht habe. Ja, lieber nicht allzu oft nehmen. Viele Gegner machen physischen Schaden. Zum Teil. Dienerschaden, wow. Das würde etwas was gut sein, aber die Feuerresistenz, die brauche ich. Ich müsste fast irgendwie ja, jetzt craften Feuerresistenz drauf. Aber ich nehme lieber den Flat Damage drauf für die Minions. Ja. Macht, denke ich, mehr Schaden. Dass man diese schön, also die Eisformen einfach viel besser sieht. Das ist so schön. Das Teestück. Ja, Teestück. Das Tier. Ja, ja, englische Sprache. Ach, diese Krabben, die sind ja gar nichts mehr. Früher waren die so mega bedrohlich. Okay, je nachdem welcher Bild. Ich habe halt immer Spellblade oder so verwendet, da waren die wegen dem hohen Verbrauch vom Schild schon sehr nervig. Das war damals, wo ich, ja, lange Zeit Pause gemacht habe von Last Epoch. Weil das Spiel ja noch nicht so Content hatte. Habe ich einfach just for fun nochmal probiert, wirklich hardcore zu spielen.
Und ja, ich habe ja meistens gelivestreamt, hatte nicht so viel Zeit für Last Epoch. Und das Spiel war noch nicht so beliebt. Livestreams weiß ich auch nicht genau. Ja. Aber einfach eher andere Spiele fortgezogen noch. Aber es ist ja immer besser geworden, das Spiel. Und jetzt lohnt sich ja auf jeden Fall. Wird natürlich noch viel besser. Aber ja, wenn es halt noch nicht fertig ist, dann ist es noch nicht fertig. Aber was ist jetzt mit 1.0? Wie viel Endcontent? Das müssen sie bald mal ankündigen, oder? Das ist etwas Großes und Wichtiges. In jedem Part in der Spalte. Und ich hasse das langsam. Das Item war sowas von in, oder? Alle wollten dieses Item haben und ich finde es einfach in jedem Part. Tja, was kann man machen? Ja, einfach akzeptieren, dass man zugespammt wird von einem sehr, sehr guten Item. Sonst wird man ja von sehr, sehr schlechten zugespammt, oder? Aber ich werde von sehr, sehr guten zugespammt. Ah ja, ich habe, glaube ich, im letzten und vorletzten Part ja diese Schuhe mit Blut drauf und so gefunden. Unix. Und die tragen sich gut auf meinem Void-Ding. Also das Blut, Blutdurchdringung hilft schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob es Blutdurchdringung dort drauf hatte oder auf dem Relikt. Oder ist es auf dem Schild, ja, auf der Nebenhand, also Katalysator, glaube ich. Okay, sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.